Ich habe einen 22-jährigen Sohn. Ich wohne selber im Westen, er ist dort auch aufgewachsen. Und jetzt hat er im Osten, im Erzgebirge, seine Lokomotivführerausbildung absolviert. Hat in Jülstadt gelernt und beim rasenden Roland auf Rügen gearbeitet. Und jetzt beginnt er in Dresden seine Ausbildung, nein, sein Studium im Bereich Verkehrsingenieurwesen. Dass wir im Westen leben als seine Eltern und er im Osten seine Ausbildung gemacht hat und nun studiert, das wäre nicht möglich gewesen ohne den Mauerfall und ohne die deutsche Einheit. Indem alle Menschen so leben können, wie sie es wünschen. Ich wünsche mir ein Deutschland, in dem es Geschlechtergerechtigkeit gibt, in dem alle Geschlechter gleich respektiert werden, die gleichen Möglichkeiten haben. Ich wünsche mir ein demokratisches Deutschland. Ein Deutschland, das Pressefreiheit hat. Ein Deutschland, in dem die Religionen zu einem friedlichen Miteinander beitragen. Ein buntes, ein lebendiges, ein vielfältiges, ein demokratisches Deutschland.